Hallo und herzlich willkommen. Ihr habt's gelesen, wir rocken jetzt einfach mal Curse 5 oder haben einfach nur einen coolen Run. Wir werden sehen, mal schauen. Viel Spaß. The gods let me live one more fight. Okay, das ist eine coole Position. Das ist für Dingens ganz cool. Das hier ist für Holz ganz cool. Das hier ist dafür ganz cool und das ist dafür super cool. Ah, bauen eine Dekoration und... Nee. Ein Graveyard. Ein Graveyard. So. Jetzt nehme ich die raus. Ein bisschen Beat, aber naja, dafür habe ich den jetzt relativ früh. So, ja, hier Query, Bab. Okay. Jetzt habe ich den. Habe ich denn zwei? Machen wir mal so. Machen die noch was? Ja. Cool. Cool. Oh, ich habe. Ach du Kacke, ich habe ja richtig viel Steine noch. Die machen ja noch mehr. Wollen die nicht mehr nach Hause gehen? Haben die so beschissene Zuhauses? Krass, ich habe jetzt drei Steine drin im Lager. Das ist cool. Und hier sind auch noch mal drei. Also ich habe sechs Steine. Schön, 100%. Nehme ich mir den. So. Ich hätte die anderen mal aus-X'en sollen. Dass ich die das nächste Mal nicht bekomme. Das war ein bisschen schade, aber... Ja. Geht. Nee. Nee. Halt. Hier, Zaus. Will ich noch nicht. So, jetzt will ich direkt Sommel. Boah, sorry. Das Mausrad ist schlimm. Okay. Ah ne, die will ich lassen, die hier will ich rausnehmen. Obwohl eigentlich, ja doch. Wir haben zum Glück noch 5 Rerolls. Das ist gut. So, hier werden wir jetzt... das Upgrade machen. Damit würde ich noch gern warten wollen, kurz.
Wir haben Tag 3, das ist gut. Weil da kann ich mich jetzt erstmal drauf konzentrieren, die Wall zu bauen. Für 5 Holzbretter. Ein noch. Yes. Und die Wall hier, so. Zwei da und ein da. Drei da. Drei hier. Hier kein. Wieso sind denn 6? 1, 2. Achso. Na gut, dann halt nur ein hier. Ja. Tag 3. Ja, jetzt haben wir ja noch ein bisschen Zeit, um unsere Bretter zu bekommen. Ich bräuchte jetzt nochmal 5. 3 zum Handeln und 2 zum, 3 zum, für den Fischer hier. Ah, das lief nicht so gut. Aber ich nehme hier alle raus, damit die beim Tragen helfen. Obwohl, ich habe ja schon. Oh, die sind ja schon dabei. Okay. Also ich habe den. Dann würde ich mal noch ein paar Steine sammeln jetzt. Jetzt geht's langsam los. Jetzt könnte ich auch schon mal eine Goldmine bauen. Tag 4. Nee, kann ich nicht. Jetzt kann ich eine Goldmine bauen. Okay. Ich habe keinen und brauche hoffentlich auch keine Bretter erstmal mehr. Ich habe das hier noch gar nicht. Aber kommt gleich. Kommt gleich. Schon mal bauen. Okay. Na, das läuft ganz okay hier an der Front. Diese Runde. Diese Runde. 74 Faith. So, jetzt brauchen wir halt Glück. 3 Bretter. Genau. Und na klar, wir provoken den. Läuft ja bei uns so gut. So, Steine. Das Gold ist halt hier ziemlich verteilt. Das nervt ein bisschen stark. Farm. Ich will noch eine Deko und ich will hier den dann. Das ist Spot 12. Aber ich habe ein bisschen Zweifel, dass wir das jetzt schaffen. Genau, ich brauche einfach ultra viel am Stein. Den hier brauche ich eigentlich gerade gar nicht so sehr. Oh, ja, nee, das war's jetzt.
Der brennt. Der brennt, das heißt, nope. Oh, wenn wir die beiden noch... Oh. Oh. Okay. Dann leben wir halt noch eine Runde länger. 95. Ja, aber jetzt brauchen wir einen Triant. Nee, sorry du, aber... Da ist er. Da ist er. Ach so, hier ist... Nee. Nee. So. Okay. Wie machen wir weiter? Womit mache ich weiter? Ich brauche jetzt... das ist ja hier... den Smelter. Den Smelter. Machen wir ein Portal? Ich glaube nicht. Ich glaube, das wird eine portallose Runde. Aber wir brauchen hier noch ein bisschen davon. Ich habe einen Reroll. Okay. Ach, ja, hier. Beinahe vergessen. Ein bisschen spät, aber ein bisschen später als nie. Das müsste doch jetzt gut laufen hier, oder? Könnt ihr nicht mal Stein holen, bitte? Danke. Dann kommt hier der Smelter. So. Die nehme ich mal komplett raus. Da habe ich immer noch 8 irgendwo gewünscht, so zumindest. Hier nehme ich einen raus, hier nehme ich einen raus. Ja. Okay. Das kaufen wir uns. Und dann werden wir jetzt uns noch den holen. Ja. Ja gut, der macht zwar gerade nichts, aber obwohl, eigentlich könnte ich mal... So. Pro-Move hier gerade. Habt ihr gesehen? Lange, als wäre was gestorben. Da ist jemand gestorben. Schade. Schade. Aber dafür habe ich ja mein Graveyard. Nicht für die Erfahrung oder so. Nee. Wenn der Kampf losgeht, dann macht er das da.
Verjüngung. Hier, wieso? Was ist denn jetzt? Ah, Mann. Brauche ich erstmal nicht. Fuck. Ach nee. Ach. Ich habe nicht das geklickt. Ist doch zum Kotzen. Oh, shit, ich brauch jetzt den hier. Auf dem Feld 100. Jawohl. Okay. Okay, ich brauchte ihn eigentlich vorher auch schon auf dem Feld. Aber gut. Ja. Eine Brewery triggert mich so ein bisschen. Oh, cool. Zack, kann ich auch machen. Oh, na klar. So, Steine für Swordsman. So, jetzt hätte ich mal wieder Pokémon zu provoken. So, weiß zwar jetzt nicht, wen ich wirklich effektiv dahinstellen kann, aber. So. Ja, jetzt brauche ich aber meinen Elemental Tower. Als nächstes. Ach, hier ist wieder voll. Hier nehme ich raus. Den nehme ich auch raus. So. Das hatte ich ja. Ah, das dauert noch so lange. Ah, ich bin echt ein bisschen am Überlegen. Ah, komm hier. Reicht. Halt, stopp, das muss ich sehen. Oh, das war sehr gut. Wer macht denn hier den viel Schaden? So, okay. Das lief doch gut. Das lief doch richtig gut. Ah, das Gold will ich mir lieber sparen. Das ist gemein. Ja. Ich baue gleich eine Deko und ich werde doch ein Portal bauen. Aber erst wenn die, wenn ich hier genug für die Deko habe. Jetzt. Den nehme ich erstmal wieder raus. Portal. So. Sausier. So. Was wollte ich nochmal mit den 5 machen? Das hier bestimmt nicht. Oh, hab ich jetzt sogar. Elemental. Habe ich hier 8 oder 0? Das sieht aus wie 8. Ja, weil ich so blöd war und das nicht gebaut habe. So, der hat jetzt wieder ein Feuer. So. Upgrade Hero. Ich schau mal, ob ich den vielleicht nächste Runde wieder kriege.
hier den upgraden. Wow. Aber bestimmt, weil Leute gestorben sind und das Projektil dann zum nächsten übergesprungen ist. Sah auf jeden Fall beeindruckend aus. So, 150 für das Upgrade. Ah, boosten. Ich muss eigentlich eher hier ja, Laufgeschwindigkeit von Leuten. Von Trägern brauchte ich eigentlich. Hier zwei. Wieso? Wieso machen die hier nichts? Oh, hier kann ich sogar noch einen dritten reinnehmen. Also ich glaube, Holz, Stein und Bretter. Könnte halt überlegen, hier noch Gate zu bauen. Aber das dauert auch so ewig, bis ein Tag 10. Nur damit dann einer mal mehr Erfahrung bekommt. Zwei mehr. Naja. Ja, okay. Ich habe 5. Ich brauche noch ein. Ups. Ja. Das mache ich. Okay, da haben die alle 12 Leben mehr. Sehr cool. Und dann kommt der dran. Oder? Nee, hier, der. Der hat Regenerate. Die kann ich regenerieren. Die kann ich wieder. Und für 10 Erfahrung opfern. Gut, gut. Oh mein Gott. Oh. Ist der tot? Nee, der hat den Schaden gemacht. Ah, den nehme ich mal raus. Nee, nicht den. Den. Ja, ja, gut, okay. 98, aber... Hm. Oh. Na dann, Nahrungsbusch. Dann stelle ich den wieder her. 4. Oh, ich kann jetzt... Nee, halt, 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 halt. So. Eurosoul. Ja, der macht ja Poison, also verstärkt Poison. Saved against Red. Hm. Das wird nichts mehr mit denen. Aber das wird was mit dem hier. Sehr gut. Also die Bretter. Pff. Kann ich irgendwie vergessen. Oh. Two targets twice. Three targets. Ja, der macht ja kaum Schaden. 7. Ja, hier dann. Da kommt er.
So, jetzt könnte ich noch überlegen. Oh, ich habe kein Weizen mehr. Schade. Das heißt, ich kann mir den die Runde nicht holen. Aber nächste. Weil da kriege ich einen von denen. Einer ist noch drin. Sprich, ich müsste jemanden opfern. Der ist Level 5, der ist Level 3. Den möchte ich nicht opfern. Ja, komm, ich opfer den jetzt. Ja. Und den grade ich ab. Und mehr kann ich jetzt dann gar nicht mehr machen. Hier sind zwei Bretter drin. Ich brauche vier. Hier ist ein drin. Das reicht. Aber ich glaube, wir scheitern wieder hier. Tag 11. Oh, das war cool. 21 Schaden. Ah, der Knockback ist halt wichtig. Und manchmal macht er auch einfach mal 155. War ja 900? Nee, ich glaube nicht, dass der das ist. Hier, jetzt mal wieder nach rechts. Nee. Das ist, glaube ich, schon der. Okay, das sah doch ganz okay aus. Dinosaur, Sausia, Stufe 4. Sehr geil. Ein Stein. Wüsste ich gerade nicht warum. Die nehme ich mal raus. Ich würde eher drauf spekulieren, dass ich hier noch 8 bekomme. Hier, die nehme ich mal auch raus. Machen die überhaupt noch was? Ah, hier ist ein Feld, okay. Na gut. Hier ist zwar auch einer drin und hier kommt auch einer, aber... Ja, nee, da brauchen wir das nicht. Obwohl, vielleicht für nächste Runde. Oh, ich kaufe mir den doch. Ich brauche doch noch ein bisschen... Oh, ich habe nur noch einen. Da, ein Steinslot. Oh. Also erstmal... So. So, dann setze ich den da rein. Der macht seine Heilung an. Ich glaube für ihn. Er ist Stufe 7. Macht 92 Schaden. Hat 69 Leben. Ich habe 4 Bretter. Geht. Geht schon. So, aber hier leider kein Platz oder keine Steine mehr. Das wird wohl nicht reichen. Schade. Hier, das auch nicht. Hier, das ist jetzt auch weg. Ich habe 2 davon. Aber 8 kriege ich da jetzt auch nicht mehr hin. Ich würde lieber darauf spekulieren. Ja, jetzt habe ich auch schon 7. Kriegen wir das jetzt noch hin? Ah nee, hier ist gar... Ah nee, der schafft das nicht. Nein, oh, wieder 1. Mir fehlt wieder ein Ohr. Oh. Ich habe 900 Charts. Ich schaue mir das mal an. Aha, okay. Das schaffe ich. Das schaffe ich. Tag 12 ist geschafft. 147 und 99%. Tag 13. Oh, da kriege ich doch meinen Fisch endlich. Nice.
Jawohl, da sind zwei drin. Oh, bitte schnell, macht schnell. Ich vielleicht noch. Nee, ne? Doch, hier ist. Ah, jetzt. Nein, mir fehlt noch ein Stein. Oh, ist das ärgerlich. Ein Stein für zwei Erfahrungen mehr. Das heißt, vier Erfahrungen mehr. Einmal den, den ich dann opfer, den ich jetzt rekrutiere, den ich gleich opfer, nachdem der seine Heilung gemacht hat. Und einen für den Helden. Alles Rotz. Oh, von denen habe ich nicht mal. Von den beiden habe ich nicht mal das Witch Upgrade. Was macht denn der eigentlich so? Der macht Dark und links und rechts die Allies. Und der macht Poison. Und links und rechts, die machen mehr Dark und mehr Nahkampf. Der macht Dark. Puh, schwierig, schwierig. Also das Positioning. Stehe ich mal dahin. Der hat's gemacht, ne? Der ist jetzt fertig, den kann ich. Wie? Ich kann keine mehr opfern? Oh Mann, was soll denn das? Was ist denn das jetzt für ein Rotz? Oh, na toll. Und ich habe nicht mal. Ah, hier vorne für 70. Wieso kann ich denn den nicht mehr opfern? Jetzt, ich kann gar keinen mehr opfern. Ah, das ist doch nicht tageszeitabhängig, oder? Das ist doch. Weil ich schon zu viele geopfert habe? Bestimmt. Okay, kann ich noch irgendwas machen? Nee. Nee. Den upgraden vielleicht. Nee. Okay. Ein Brunnen. Nee, auch nicht. Hier. Oh, ich habe 130. Aber ich kann nichts Sinnvolles, glaube ich, mehr machen. Ah, den ein bisschen Geschwindigkeit geben. Das könnte ich versuchen. Ich hoffe, der boostet den auch. Oh ja. Oder? Warte mal, wenn ich den jetzt hierhin platziere. 12? Ja, der macht mehr Schaden dann. Okay, das funktioniert. Ah, hier, das. Die raus. Die zwei machen wirklich noch Sachen. Sehr spannend. Die raus. Ich brauche jetzt hier welche drin. Oh, ich habe echt Schiss, das weiterlaufen zu lassen. So. Den nochmal für die Heilung, dass alle geheilt werden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah. Ja, zur Not. Ah, nee. Mit dem will ich dir nicht austauschen. Ach, fuck. Jetzt kann ich hier vielleicht. Oh. Wir werden jetzt Schaden bekommen. Achso, der. So, der. Der, nee, der wird jetzt noch nicht geheilt. Oh, ich muss aber hier mal. Wisst ihr was? Ich kaufe mir jetzt einen Fisch. Nicht so hektisch, sonst. Yes! Zwei Fisch. 10.000. Ja, eher hab ich den. Okay, das war doch schon mal wieder erfolgreich, der Run. Also vielen Dank fürs Zuschauen und
Ich habe so Angst, hier weiterzumachen. Oh, ich weiß nicht, wo ich den hinstellen soll. Da nicht, ja, das ist mir ein bisschen bewusst. Ist der jetzt tot? Nee. Boah, Mann, ey. Das ist voll doof jetzt. Oh, nee, den muss ich hier. Gut. Egal jetzt. Egal jetzt. Alter, war das krass. Und so viele sind es gar nicht mehr. Gut. Boah. Nee, weiß nicht, wie ich das hätte noch anders. Aber das war mein bester Run bisher. Deswegen seht ihr den auch. Ja. Stufe 13, Tag 13. Auf Fluch 5. Na gut, na gut. Na, mal sehen, ob ich es jetzt vielleicht mit zwei Fischen am Anfang besser hinkriege. Das sind immerhin zwei Erfahrungen mehr. Ist bestimmt auch entspannteres Early Game. Ja, das werden wir mal sehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video.